Zombie Apocalypse. Liebe Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von GTA 5M auf den Real Life Berlin Server. Herzlich willkommen zum neuen Video. Heute stelle ich euch nicht den Rettungsdienst vor. Ich habe mich immer noch nicht umgezogen seit dem letzten Tag, beziehungsweise nach dem letzten Video. Muss ich eigentlich mal machen. Heute zeige ich euch mal genauer die Polizei. Also wenn ihr gerne zur Polizei möchtet auf diesen Server, dann könnt ihr das natürlich selbstverständlich machen. Um euch das jetzt mal ein bisschen näher zu zeigen, wie was funktioniert, wo man was findet, mache ich heute zusammen mit Patrick ein wunderbares Video. Und ich würde einfach mal sagen, wir fahren erstmal rein ins Gebäude und dann schauen wir mal. Moin Patrick! Moin! So, wie sieht's denn aus? Also du bist bei der Polizei, ja, wurde mir gesagt. Genau, ja. Okay, und das ist dein Streifenwagen, Polizeiwagen, oder? Ja, ich habe mehrere davon, aber wie gesagt, das ist auch Streifenwagen plus auch meine Wache. Ja. Wir haben ja zwei, einmal in der Stadt die. Da okay. Da kommen jetzt, sagen wir mal so, da kommen jetzt nur die normalen jetzt hin, wo jetzt nicht so hohen Straftaten machen. Hier kommen die Straftäter rein zum Beispiel. Ja. Was angeht hier Körperverletzung oder Versuch, Totschlag und so, die kommen hier rein. Also die kommen in das neue Gebäude hier quasi. Genau. Ey, was alles so passiert ist nach meinem Urlaub hier, ne? Wahnsinn. Ja, wir haben auch, so gesagt, haben wir auch Staatsanwaltschaft, so plus Richter, Anwalt, haben wir auch hier am Start. Ja. Gerichtssaal haben wir auch, also muss der Staatsanwaltschaft entscheiden, was wir mit der Person machen, ob sie hierher kommt oder unten kommt oder in Hafteinheiten reinkommt. Boah, das klingt aber hart, ne? Gerade für die Leute, die da trifft. Ah, das ist gut. Ja. So, und wie ist das jetzt? Also ich sehe hier vorne so ein Tor. Müssen wir da irgendwie gegenfahren oder wie geht das auf? Nee, das ist ganz einfach. Du kannst auch hier mit einsteigen jetzt. Ja, warte mal einen Moment. Ja. Kannst du einsteigen? Zum Beispiel, wir sind jetzt da, wir haben jetzt einen Gefangenen und ich sag so, mein Kollege, jetzt kannst du die Richtung, jetzt geht sie so auf und wenn du selber jetzt E drückst, kannst du auch wieder zumachen. Weißt du? Ach, also ganz easy, ne? Ja, das ist auch so, hast du Rechte wie unten, so wie hier oben hat der, also der bei der Polizei ist genauso Rechte wie hier rein. Ja. Braucht man keinen hohen Rang oder so, ja. Also, ja. Was gibt es denn so für Ränge bei euch hier in der Polizei? Wir haben momentan, was wir haben, ich bin ja Präsident, also Chef, das kann ich ja jetzt mal gleich sagen, was da genau gibt. Wenn man jetzt mal, warte, müssen wir mal jetzt mal gucken, gerade schnell. Bundespolizei haben wir auch, Bundeswehr haben wir auch, aber das ist jetzt nicht das Wahre, was wir brauchen. Landespolizei, wo haben wir denn das schöne Teil? Genau, da bin ich auch drin gerade. Genau, Landespolizei. Ja. So, Alter, wir haben so viele Jobs, das ist schon Wahnsinn. Luftrettung, ADAC und so. Hier sind die Jobs, Leute, ne? Guck mal, was das alles ist hier. Wie krass ist denn also, das, bitteschön? Das hier, da. Hä? Echt verdammt viele Jobs. Bin ich jetzt schlau oder bin ich jetzt nicht so schlau? Ach hier, Landespolizei. So, wir haben einmal den Praktikant, also den Anwärter. Ja. Ja. Polizeimeister, Polizeiobermeister. Oh Jott. Polizeihauptmeister oder Polizeihauptmeister mit Zulage. Dann Polizeikommissaranwärter, dann Polizeikommissar. Dann Oberkommissar, Hauptkommissar, dann haben wir Polizeikommissar A1, also A12, dann erster Polizeihauptmeister, dann Polizeirat, dann Polizeioberrat, Polizeidirektor, Leiter der Polizeidirektor, dann haben wir Polizeipräsident, also Vizepräsident und dann Präsident. Also da hat man ja schon viele Aufstiegsmöglichkeiten, ne, bei euch hier. Oh ja. Donnerwetter. Und du bist Chef jetzt, ja? Nicht Praktikant. Nein. Ich hab's, dass ich Chef bin. Okay. Genau. So. Na, dann lass uns mal reinfahren direkt hier, ne, aufs schöne Gelände. Dann macht man den Tor wieder mal zu. Zum Beispiel, stellt man sich da hin.
und man abschalten. Dann immer das Wichtige ist, egal wo man ist, Fahrzeug muss immer abgesperrt werden. Man weiß nie, was man von Leute hier haben. Ich meine, wir müssen das Fahrzeug klauen, weil das mögen wir nicht. So, ich habe mal eben die Zeit umgestellt. So, dann kommen wir mit. So. Okay. Und was sind die Kronen hier draußen, bevor wir reingehen? Was meinst du? Nein, der rote Bereich und der grüne Bereich hier. Da kannst du dein Privatparkfahrzeug einparken. Oder, ach so, wie gesagt, dann ausparken mit dem grünen. Ach, das ist ja geil. Schön. Ja. Schön. So, jetzt kommen wir hier zur Wache. Was erstmal wichtig ist, ne? Wo sind die Einsatzklamotten? Das kommt jetzt. Ah, ich bin ja schon richtig heiß drauf, Mensch. Deine Klamotten sehen echt sexy aus. Ja. Ah, meine Güte, Leute. Ich laufe hier mit Rettungsdienst-Sachen. Ich bin ja hier, weil es ja mein Start. Ich bin auch hier ganz ernst, ne? Also ich sag dir mal so, wird hier keine Ausnahme gemacht, auch wenn ich sage, ich drück mal einen Auto zu, kommt mal vor, aber selten. Ja, und das ist ja auch richtig, ne? Dafür bist du auch Chef hier. Ja. Genau, du siehst hier das Blaue? Ja. Da kannst du mal drauf gehen, kannst du den Community, deinen Leuten mal zeigen, dass man hier Westen kaufen kann. Das machen wir mal direkt. So, ach, das ist das Geschäft hier, ah ja. Nee, das ist nur das eine. Wenn man sich umziehen muss, man hat einen Einsatz, man vergisst oben die Weste, kann man sie hier unten holen auch. Ah, guck mal hier. Dass das schnell auf die Schnelle geht, weißt du? Ah ja, kann man die kaufen und dann kann man die... Das ist ja cool, dann kann man das... Das ist ja cool, schöne Sache. Gefällt mir. Ja. Genau. Ah, das ist wirklich easy, ne? Gehst du runter, wenn die vergessen hast und kaufst sie einfach hier. Dann kommen wir jetzt noch nach oben. Das ist praktisch, ne? Brauchen wir jetzt nicht abzusperren, weil ist ja meins, da ist nur einmal das Tor. Ja, reicht doch so. Ist in Ordnung. Ja. Hier zum Beispiel. Gibt's hier auch einen Fahrstuhl? Nee, gibt's nicht. Oh. Wenn man sagt jetzt, nein, er kommt jetzt zu mir oder so, er will einen Fahrstuhl, dann würde ich das auch einstellen, würde ich das auch machen. Aber ich laufe gerne. Na okay, also das ist die Waffenkammer hier, aha. Genau. Okay. Zum Beispiel, aus dem Wartenkammer ist auch hier. Da ja. Kann man zum Beispiel, aber da kommen nur die Leute, die einen höheren Rang haben. Aber momentan haben wir ja auch nichts. Wie du siehst, hier ist so ein Teil. Da kannst du gucken, das Rote. Ja. Das Blaue ist dann nur eine Weste, wo du anziehst, aber hier kannst du gucken, dann siehst du auch die Uniform. Da kannst du anziehen jetzt. Ah, Leute, guck mal. Genau, jetzt. Ah, guck mal. Wenn du auf Hose gehst, dann hast du eine andere Hose an. Siehst du? Zum Beispiel sieht es jetzt aus wie ich. Perfekt. Mhm. Das sieht ja cool aus, ey. Das haben sie gut gemacht. Weste brauchen wir jetzt nicht. So, verschiedene Westen hier, ne? So, jetzt habe ich... Schussweste brauchen wir auch nicht. Die kann man erst mal... Alles übereinander gepackt. Ja, kannst du so rum, kann man auch laufen. Dann hast du eine Weste an. So wie die Handschuhe jetzt, wie du siehst. Das ist ja mega cool. Ja, wie gesagt, aber mit den Hosen würde ich immer auf Hose gehen, dann sieht das besser aus. Guck, ich finde es besser so. Ja, stimmt, hast du recht. Weil ich lasse die Praktikanten mit der kurzen, also mit der dünnen Hose da rumlaufen, da weiß ich, wer Praktikant ist, dann sehe ich das besser. Ja. Und ja. So, und der blaue, das ist nochmal Weste denn, ja? Das ist halt nur die Weste, wo ich eben gezeigt habe, wenn jemand hingeht und die Weste anziehen oder so. Aber mit den Jacken hier zum Beispiel, wir sagen jetzt so, wir gehen jetzt auf Streife, ne? Ja. Oder so, dann hat man den Jacken da an, zum Beispiel, wenn man sagen, wir machen den Verkehrs und so. Weil es gibt ja manchmal so, wo ich auch nicht jetzt nur sagen, ich mache jetzt hier Straftaten, ich will manchmal auf die Straße, Autobahn zum Beispiel. Nee, warte hier. Hier müssen wir. Jetzt gehen wir zurück gerade. Genau. Ja, hier müssen wir lang. Hier sind die Zellen von den Straftätern, weil die haben nicht so schön, weil das sehe ich auch nicht rein. Eieieiei. Und wie man auch sieht, sind überall Schlösser dran. Die kriegst du auch selber auf, die kannst du aufmachen. Ah, mit den E-Muskeln, ne? Genau, ja. Du kannst selber Leute dann auch festnehmen, so gesagt. Okay. Ja, die Leute, wo neu dann kommen zu mir zum Beispiel, die würden dann auch Waffe bekommen, so wie Waffenschein, so wie Handschellen. Ja, weil da geht das nicht mehr, ich mach das nicht mehr über F6, weil da kriegt man wirklich Handschellen.
Und die kann man sich dann aussuchen. Entweder nimmst du ihn von vorne fest mit den Handschellen oder du kannst es auch hinten versuchen. Und das Wichtigste ist, wie kommt man denn zu euch zur Polizei? Also, wir haben es normalerweise, ist es so eingetragen, dass es wir ab 18 machen, ja. Weil wir haben so viel schlechte Erfahrungen gehabt, wo wir gesagt haben, wir ziehen es mal durch ohne das Alter. Aber da waren einige drunter, die haben es dann ausgenutzt und ja. So, und bei uns ist es jetzt so, wenn jetzt sagt, zum Beispiel jemand kommt, der ist jetzt 15 oder 16 und sagt, er hat Erfahrung, er hat was im Kopf, ja, da drückt man schon mal ein Auge zu, ja. Ja. Aber wie gesagt, Bewerbung habe ich das schon gestern? Ne, habe ich noch gar nicht erzählt. Dann. Nee, noch nicht. Bei uns braucht man keine Bewerbung auf dem Server. Also man braucht auch keine Einreise, ja. Bei uns steht jetzt nur an höherer Stelle Spaßfaktor. Wir wollen den Leuten was geben, was man auf dem anderen Server nicht gibt. Was darf man, was darf man nicht oder so. Also wir wollen gucken, wie die Leute da drauf hier auf den Server reagieren. Das heißt, wir wollen so gesagt haben, dass sie den Spaß haben und nicht, dass andere Leute so wie Gambo-Spieler oder Troller oder Modder draufkommen und dann den Spaß den anderen Leuten wegkommen. Das haben wir schon oft genug gehabt, aber wir sind schnell fertig geworden. Nee, das verstehe ich aber, ne? Dann kommt da irgendjemand aus dem Ausland oder aus einem anderen Land oder wie auch immer. Ja. Und dann kommt er auf unsere Insel bzw. unsere Stadt hier und dann, ja, ich verstehe schon. Genau. Und deswegen, das sind so Dinger und das wollen wir nicht und ja, wie gesagt. Nee, man braucht auf jeden Fall, Einreise ist nicht da. Bewerbung braucht man auch keine. Man muss sich nicht bewerben, weil das haben wir weggelassen, weil, wie man weiß, es müssen, manche wissen es auch. Wenn man sich bewerbt, dauert es lange, bis man drankommt und das will derjenige, der will ja in den Staat reinkommen, für Neuanfang und jetzt sein ganzes Lebensgeschichte erzählen. Verstehe ich auf jeden Fall. Ist ja logisch, ne? Ja, deswegen. Ah, das ist aber gut gemacht. Das ist eine gute Idee, ne? Dass wirklich nicht alle jetzt hier rauf können, so sage ich mal. Ja. Und melden natürlich auf Discord, ne? Genau, melden auf Discord oder, so wie gesagt, einfach in den Start reinkommen. Wenn er mich erwischen wird, dann bei mir zum Würfelpark treten. Dann stehe ich dann auch zur Verfügung, weil die meisten finden den Weg bis zum Discord, ist auch nicht schlimm. Ja. Aber reden kann man ja mit den Leuten, so ist es ja nicht. Man, dann ist es ja richtig easy, ne? Für die ganzen Leute, die dann mitspielen möchten. Ja, vorher war es ja noch schlimmer. Ich glaube, du warst an der Szene auch dabei gewesen, wo mein schönes Anti-Sheet sich ja die ganze Zeit gemeldet hat für jeden Mucks. Ja, genau. Damit habe ich schon Bekanntschaften gemacht, ne? Und ja, durchaus, bei manchen macht es immer noch, aber nicht mehr so extrem wie vorher. Ist nicht mehr so aggressiv, nee. Nein. Ich will das jetzt auch nicht schlecht reden, ne, oder so. Nee, eigentlich nicht. Das hat ja ein Update gehabt. Das ist auch bearbeitet worden von uns und alles, was wir nachgeguckt haben, haben wir gemacht. Ach, sehr schön, sehr schön. Ja, deswegen. Aber wie gesagt, mit der Polizei, alles andere, das ist egal, wie alt du bist, wenn du da willst rein. Ja. Ich will jetzt nicht alles aufzählen, weil das wäre jetzt ein bisschen zu blöd, weil du wirst ja bestimmt ein bisschen andere Videos noch machen. Genau, sowieso. Deswegen. So, dann gehen wir mal runter. Dann gucken wir mal weiter, ne? Ich denke mal, die Fahrzeughalle kommt jetzt, wa? Die Fahrzeughalle kommt jetzt, wenn du das möchtest. Ah, ja. Wunderbar. Weil das andere brauche ich hier nicht zu zeigen, das sind ja die ganzen Büros und das ist ja unnötig. Naja, ich sag mal, die Leute können sich selber ein Bild machen, wenn sie gerne zur Polizei wollen. Also wenn ich ein Video mache, du zeigst den Leuten auch nicht alles, weil die sollen auf den Start kommen, sollen sich das angucken, weißt du? Ja, so sieht das auch, ja, ist richtig. Man sollte jetzt nicht zu viel zeigen. Genau, weil es sind manche Dinger, die sagen, wenn ich manche Videos sehe, die zeigen da alles, dann ist schon der Spaßfaktor ein bisschen schon weg. Ja, dann hat man gar keine Lust mehr herzukommen hier, ne, in die Stadt. Genau. Muss ja auch nie sein unbedingt. So, und das sind die automatischen Tore jetzt hier, ja, wo wir reingegangen sind. Nein, das ist jetzt die anderen Weg. Warten mal kurz. Ach so, ah ja. Okay, also, ah ja, ich verstehe. Also kommt man hier durch. Also Leute, das ist auf jeden Fall, ne, ein richtig, richtig toller Job hier. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich finde dann eher so Feuerwehrrettungsdienst irgendwie besser. Obwohl, ich kann mich wirklich nicht entscheiden. Also eigentlich sind alle cool. Weil überall sind die Leute auch wirklich, wirklich nett. Also das macht richtig Spaß, hier RP zu machen. Ja, von daher müsst ihr euch selber einfach mal ein Bild machen. Kommt gerne drauf auf den Server. Alle Infos findet ihr unter dem Video in der Beschreibung. Könnt ihr gerne mal kommentieren, wie ihr die Polizei so findet. Ich warte jetzt erstmal ganz kurz auf den Chef hier.
Das ist gerade schon wirklich ein Highlight, ne? Ich bin hier gerade Polizeiofficer zusammen mit dem Chef. Und der zeigt mir gerade das ganze Gelände und Funktion bei der Polizei. Wie geil ist das denn? Also, guck mal, da kommt er schon. Also hast du überhaupt Geld bei dir? Ja, ein bisschen habe ich, ne? Ja, ja. Okay, dann guck mal, da siehst du das rote Auto. Das rote, ah ja. Genau, und da kannst du jetzt drauf gehen, dann siehst du auch einen Shop, steht da, und dann kannst du durchsuchen, was du für ein Auto haben willst. Garage öffnen, nee. Wie? Ah ja. Ach hier, ah, okay. So. Ach so, das ist dann in der Garage. Ah ja. Das ist aber wirklich ICQ hier, ne? Das ist richtig VIP. Eieiei, was ist das denn? Sind aber schon krasse Autos hier, ne? Ganz viel BMW, wird groß geschrieben. Großer Crafter. So, das lädt gerade ganz kurz. Ich habe das vorher vor dem Video noch nicht geladen oder so. Deshalb ist das gerade. Dauert das ein bisschen länger kurz, ne? Wenn das alles schon geladen wurde vorher, dann geht das recht zügig hier, ne? Müsste auch nicht so lange warten jetzt. Die paar Sekunden, sage ich mal. Ist ja auch nicht lange, mein Gott. Das ist schon krass, ne? Also was sich alles so getan hat nach meinem Urlaub, was es hier für geile Autos gibt. Meine Güte. Haben aber auch Autos. Meine Güte. Hier ein schöner Sprinter. Wisst ihr was? Den holen wir uns einfach mal. Ich kaufe den mal eben. So, Garage öffnen. Mercedes. Geworden. Mercedes Sprinter. Oh ja, oh ja, oh ja. So. Das ist jetzt ein Beispiel. Kannst du so sagen, es ist dein eigenes Auto. Und das kann ich da hinten wieder abstellen und dann eine Garage speichern, ja? Genau, das kannst du jetzt in den roten Kreis da reinbringen und dann, ja. Ach, und dann ist es automatisch weg oder kannst du das dann irgendwie... Das kannst du jetzt wieder, dann kannst du es wieder rausholen da unten. Ach so, ja, ach so. Genau. Siehst du? Kannst du es selber absperren. Aha, und mit den G-Muskel kann man das auf- und abschließen, ne? Genau, ganz genau. So, und was haben wir sonst noch für Funktionen, die wir mal zeigen können hier? Gibt es bei den Auto irgendwas? Nee, das gibt's jetzt nicht gerade, aber ich kann jetzt mal ein anderes Auto holen gehen. Genau, machen wir. Schnell holen, dann komme ich mal runter. Muss ich da wegfahren hier? Nee, kann ruhig da stehen bleiben. Alles klar. Oh, Leute, ich bin so aufgeregt, ey. Das glaubt ihr mir nicht. Also, es ist wirklich dermaßen interessant, was hier abgeht. Also wirklich, ich finde das richtig cool. So richtig schön interessant. Es gibt schön viele Sachen zu zeigen. Zu sehen, zu machen, alles Mögliche. Das alles hier in 5M, das ist einfach nur mega, mega gut. Wie krass auch die Grafik aussieht, ne? Jetzt ist ja gerade meine Grafikmod mal deinstalliert. Also die war ja schon wirklich richtig, richtig fett übertrieben, ne? Aber hier ist sie jetzt endlich weg. So. So, ich glaube, ich habe hier gerade ein Sonntagsmodell erwischt. Das ist alles noch im Aufbau, das ELS. Also ELS funktioniert leider nicht bei allen Fahrzeugen. Weil da gerade eine neue Version rausgekommen ist, sage ich mal. Ne? Und, die aktiviert man mit dem Muskel P auf der Tastatur und dann kann man das alles schalten, wie man gerne möchte. So, mein Blaulicht beim Sprinter, ist das noch alt? Ja, ja. Ah, ja, ja, ja. Warte mal, ich zeig das mal eben. Im Moment. Ich muss euch das mal kurz zeigen, Leute, was ich meine. So, jetzt ist es an. Jetzt kann man hier durchschalten. Genau, gut. Und mit dem P-Muskel? Hat es mir nur... Nein. Das hier... So, ich jetzt zum Beispiel, ich habe ja zwei Versionen. Ich habe einmal das neue ELS. Ah ja. Und habe ein Fahrzeug mit Non. Hier das Polizeiauto ist ausgestattet mit Non-ELS. Ah, Sir. So. Das geht nur über Q und dann kannst du dann über Alt die Frequenz durchgehen, was es dann so hat. Ah, okay. Ja, gut zu wissen erstmal, ne? Nicht, dass man dann hier steht und verzweifelt. Nee, aber dieses Auto hier hat eine Besonderheit. Ja. Hinten hat es einen Heckwarner, siehst du ihn? So plus wie auch Matrix. Ach. Das heißt, das Ding hat Gefahr, steht da. Dann ja, schön. Fall. Aha. So,
Und jetzt zum Beispiel, drück mal. Bitte, was hast du gesagt? Hier beim Kofferraum, wenn du da ist, kannst du hart drücken. Das Ding ist ausgestattet mit allem, was mit. Ach so, ah ja, das ist. Ah ja, guck mal hier, die Blitzer. So, die kann man dann hier mit E platzieren, ne? Ach, das ist natürlich praktisch. Das ist richtig cool. Aha. So. Kann ich hier nur eine hinstellen und dann kann man das wieder zurück ins Fahrzeug bringen dann, ne? Ach so, jetzt. So. Es ist wieder drin. Ah, das ist natürlich gut gemacht, ne? Wenn du meinst, es ist gut gemacht, es gibt noch viele andere Möglichkeiten, die kann ich dir auch noch zeigen. Oh ja, gerne, gerne. Ist dein Auto offen? Mein Auto ist offen, ja. Dann nehmen wir mal. Jetzt ist es zu. Nee, lass mal offen. So. Lass das eben mal offen, ne? So, was macht er denn jetzt? Wo will er denn jetzt hin? Ich glaube, der will mir was zeigen jetzt, ne? Mal gucken. Und sagen wir, Motorrad ist reingefahren, sagen wir jetzt, hier ist was passiert, hier liegen die Teile von dem Fahrzeug, ja? Ja. Und dann pass mal auf, was wir noch haben. Deswegen sage ich ja eben den schönen Preis darüber. Mhm. Wo haben wir das Schöne? Was sieht man sehr gut, ist, was sieht man gut, weiß oder gelb? Gelb, ne? Ja, gelb, genau. Okay. Jetzt bewerben. Auf jeden Fall, Leute. Das müsst ihr euch gönnen. Das müsst ihr euch auf jeden Fall geben hier, dann diesen ich jetzt hin, Server. Dann F2 raus. Ja. Du siehst, was ich in der Hand habe? Was ist das? Jetzt pass auf. Ein Urinbeutel? Nein. Das muss ich dir dann irgendwann mal selber zeigen. Weil was hat er denn da? Sehr, sehr schwer. Du siehst hier? Guck mal auf den Boden. Das ist eine Sprayflasche, ne? So ist es, dann kannst du Markierung machen, zum Beispiel von Unfallhergang. Kannst du die benutzen, oder? Ja, pass auf gleich. Ah, ja. Du siehst das noch nicht auf dem Boden? Nee, noch nicht. Okay, dann siehst du es jetzt. Gucken wir jetzt, siehst du es? Ach, ja. Genau, und dann siehst du das zum Beispiel, ich sag jetzt mal, wenn man. Dann haben wir das hier. Ich kann mich im Auto verstecken. Das ist ja schon mal. Ah, Moment. Na? So. So, kleinen Moment. Mal kurz fünf da raus. So, also kann man das. Kann man das so bedienen? Das ist ja cool. Ich finde diese kleinen Details, ne, diese schönen kleinen Funktionen einfach nur mega interessant. Du kannst einfach so viel machen. Hier ist wirklich eine unbegrenzte Möglichkeit, die du hast in GTA. Ja. So, also die Autos habt ihr gesehen, die Kleidung habt ihr gesehen, die Funktionen habt ihr gesehen, Leute. Und der Chef, der liebe Patrick, der zeigt mir gerade noch eine ganz, ganz neue Version hier, beziehungsweise eine ganz neue Mod. Der umkreist erstmal mein Auto. Jetzt kritzelt da das erstmal an, da auf dem Boden. Ich habe doch nicht mal was kaputt gemacht oder so, das gibt's ja gar nicht. Ja, aber ansonsten richtig, richtig toll. Auch das Grundstück, ne? Kannst du richtig schön wenden, egal wie viele Spieler hier drauf sind, beziehungsweise hier arbeiten. Hier hast du richtig schön viel Platz, hast deine eigenen Parkplätze. Das Präsidium ist wirklich verdammt groß. So. Okay, so. Hier siehst du zum Beispiel, wenn jetzt ein Unfallhergang oder wenn irgendwas ist, jetzt zum Beispiel hier, kannst du die Bremsspur, so kannst du dann damit aufnehmen, wie weit die Bremsspur jetzt war. Ja. Das kannst du auch bei dem Fahrzeug genauso. Okay. Also das ist, ich sag mal so, komplettes Polizeisortiment, Equipment, was man alles jetzt braucht. Alles klar. Also haben wir erstmal das Wichtigste durchgesprochen jetzt hier, wa? Genau. Alles klar. Gut, dann werde ich erstmal losschießen. Ich verabschiede mich erstmal für heute, ne? Vielen Dank für die Rundführung, ne? Also richtig geil war das. Muss ich wirklich mal sagen. Ja, gut, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, wa? Ebenso. Mach's gut. Ebenso. Vielleicht sehen wir uns nochmal. Tschüssi. Ja. Tschüss. Komme ich dann überhaupt raus hier?
Doch. Hier müsste ich durchkommen. Ich muss das bloß wieder abschließen. Nicht, dass ich das vergesse. Jetzt habe ich auch meine Klamotten an. Aber meine Pistol habe ich da gelassen. Okay, immerhin. Gut, Leute. Dann würde ich erstmal sagen, was steht hier denn? Police and in the street, okay. Dann würde ich erstmal sagen an dieser Stelle, wenn ihr Bock habt, auf den Server zu kommen, wie gesagt, in der Videobeschreibung findet ihr alle Infos dazu, alle wichtigen Infos, wie ihr mitspielen könnt. Kommt gerne auf Discord, kommt gerne auf den Server, auf Real Life Berlin, hier in 5M, in GTA 5. Und vielleicht sehen wir uns schon bald im nächsten Video, beziehungsweise im nächsten Spielerlebnis hier in Berlin. Gut, Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Drückt einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Wir sehen uns wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.